Vereine, Bruderschaften. Bei Ihnen allen möchte ich mich im Namen des Schützenvereins Köln-Weintal und unseres Königs Rolf Schmidt recht herzlich für die Teilnahme an unserem heutigen Festzug bedanken. Sofern von unserer Seite aus noch nicht geschehen, ist es für uns eine Ehrensache, Ihrem Fest ebenfalls unseren Besuch abzustatten. Stellvertretend für alle Anwesenden darf ich in unseren Reihen recht herzlich willkommen heißen das Stadtkönigspaar Willi und Christel Meyer von der St. Engelbertus Schützenbruderschaft Köln-Riehl. Die Christel Meyer, der reicht nicht, dass sie Stadtkönigin ist, sie ist auch noch Stadtbürgerkönig. Dann begrüße ich den Stadt-Tell-Schülerprinz Jacqueline Scheuch vom Neu-Ehrenfelder Schieß- und Schützenverein. Den Bezirksschülerprinz des Bezirksverbandes Köln-Süd, Gina Hecker von der St. Engelbertus Schützenbruderschaft Köln-Riehl. Den Bezirksbundesmeister des Bezirksverbandes Köln-Süd, Günter Grosse von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Köln-Nippes. Dann darf ich noch begrüßen den Bezirksschießmeister des Bezirksverbandes Köln-Süd, Dieter Bresse von den Adlerschützen Köln-Holstein. Ich möchte es nicht versäumen, mich bei unseren Freunden von den Adlerschützen Köln-Holstein für die Teilnahme an unserem gestrigen Festzug zu bedanken und dafür, dass sie uns ihre Leseanlage für heute Morgen zur Verfügung gestellt haben. Herzlichen Dank, liebe Freunde. Dann darf ich auch den drei Musikkapellen danken für die hervorragende Zuchtbegleitung. Da wäre als erstes der Musikzug Rot-Weiß-Zollstock unter der Leitung von Ralf Jonas, die uns heute Vormittag zum Ständchen im St. Antonius Krankenhaus und zum Hermine Forsterhaus begleitet haben. Herzlichen Dank. Dann die Stadtkapelle Köln e.V. unter der Leitung von Stefan Halfter. Wir hatten sie dieses Jahr zum ersten Mal da und ich glaube, das könnte der Beginn einer guten Freundschaft werden. Ihr habt rundherum nur Lob erhalten für den gestrigen Zapfenstreich, natürlich auch für die Züge. Und gleich im Anschluss, wenn Sie sich ein bisschen gerestet haben, machen Sie hier noch ein Platzkonzert. Herzlichen Dank. Und so könnte man sagen, das Beste habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Ich darf mal nach oben bitten, den Tambour-Major des Tambour-Chor in Treue fest, Hermann Josef Thierry. Ja, ich glaube, alle, die wir hier im Festzelt stehen, wissen, das ist der beste Tambour-Chor, der ganz Köln hat. Und Sie waren heute Vormittag schon beim Deutschen Schützentag in Köln unterwegs. Umso höher ist es Ihnen anzurechnen, dass Sie trotzdem gesagt haben, wir machen auch den Festzug in Weintal. Und lieber Hermann Josef, wir hatten ja mal so eine schöpferische Pause, die Weintaler Schützen und Treue Fest. Und die haben wir jetzt beiseite geschoben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Weintaler Schützen sind froh und stolz darauf, dass ihr wieder für uns spielt. Und dann habe ich hier eine Kleinigkeit für eure Kasse, außer dem normalen Mathe-Chris und jetzt für den Promille-Bus. Ich hoffe weiterhin auf eine gute gemeinsame Zukunft und vielen Dank an euch Jungs. Das ist super, danke dir. So, und einer aus den Reihen von Treue Fest feierte gestern ein besonderes Jubiläum, und zwar der Willi Scheuch,
war gestern 25 Jahre Mitgliedschaft des Damokurs in Treuefest. Herzlichen Glückwunsch, liebe Marie. So, bevor wir uns nun dem geselligen Teil widmen, möchten wir unsere verstorbenen Kameraden aus allen Bruderschaften gedenken und im Anschluss unserem Vaterland die Referenz erweisen. Ich darf die Musik bitten. Ich übergebe das Wort an unseren Kommandanten. Schönste Musik, weggefressen!